Deine physiologische Stärke ist in vielerlei Hinsicht die Grundlage für dein psychisches Gleichgewicht. Nein, ich denke mehr an Essen und Toilette. Beides muss weit weg sein. Dann wirst du deine Physiologie in einem bewussten Zustand halten. Nur weil ich darüber lache und scherze, denke nicht, dass es kein Problem gibt. Es ist ein substanzielles Problem. Sadhguru, während der Ausgangssperre haben wir durch übermäßiges Essen und mangelnde körperliche Aktivität sehr viel Gewicht zugenommen. Kannst du uns bitte ein paar einfache Tipps zur Gewichtsabnahme geben? Ich war vor einigen Jahren in Chennai und habe mit einigen Geschäftsleuten in Chennai gesprochen. Sie waren nicht besonders fettleibig oder so, versuchten aber ein wenig den Planeten zu imitieren. Nicht indem sie sich drehten, in der Form meine ich. Also sagte ich, weißt du, als eine Menschengeneration, schau dir deinen Zustand an. Wenn ich vor 50 oder 100 Jahren nach Chennai gekommen wäre, in welcher körperlichen Form die Menschen gewesen wären, in welchem Fitnesslevel sie sich befunden hätten, ich spreche von gewöhnlichen Menschen, ich spreche nicht von Turnern, Sportlern, nicht solchen Leuten, gewöhnlichen Leuten auf der Straße. Oder auch jetzt noch, in welcher körperlicher Kraft und Kondition die Menschen im ländlichen Indien zum Beispiel sind. Ich sagte, angenommen, es wäre so passiert, du wärst auf der Straße gegangen, du hättest einen Tiger gesehen, einen wilden Tiger, einen hungrigen. Wie viele von euch können wenigstens auf einen Baum klettern? Und das ist eine spektakuläre Show. Ein Tiger auf einer Straße in Chennai, das ist kein alltägliches Ereignis. Es ist etwas, das du genießen musst. Aber wie viele von euch können auf einen Baum klettern? Der Baumstamm, in der Regel die Stadtbäume, was auf den Alleen und woanders steht, ist nicht mehr als 8 bis 12 Fuß hoch. Wie viele von euch können diese 8 bis 12 Fuß hochklettern und auf einem Ast sitzen und die Aussicht auf die Tierwelt genießen? Nein. Nur die Typen, die die einfachen Jobs machen. Der Typ, der die Straße fegt, vielleicht wird er sich auf den Baum setzen und beobachten, was für ein wunderbares Frühstück du bist. Warum sind wir so geworden? Es ist nicht so, dass ein Tiger... Wo wird denn der Tiger herkommen? Das ist nicht der springende Punkt. Warum bist du in dieser Verfassung, dass du körperlich nichts mehr tun kannst? Alles, was du tun kannst, ist, ins Büro zu gehen und zurückzukommen. Auch diese Aspekte sind in der heutigen Welt notwendig. Aber ist es nicht wichtig, dass du in mancher Hinsicht körperlich kompetent bist? Körperliche Kompetenz ist ein Spiegelbild deiner physiologischen Stärke. Und deine physiologische Stärke ist in vielerlei Hinsicht die Grundlage für dein psychologisches Gleichgewicht. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass deine physiologische Stärke in vielerlei Hinsicht die Grundlage für dein psychisches Gleichgewicht ist. Wir haben das immer schon in den yogischen Wissenschaften gesagt. Aber die Menschen haben darüber gelacht, weil alles wie ein Schlüsselloch ist. Man sagt, das Gehirn sei ein separates Studienobjekt. Deshalb habe ich gestern vor allen Gehirnforschern gestanden. Seht, ich habe kein Gehirn. Zumindest die meiste Zeit arbeitet es nicht. Ich lasse es ausgeschaltet. Es gibt genug von meinen Haarspitzen bis zu meinen Zehen. Es sind genügend Zellen mit ausreichender Erinnerung und Intelligenz. Sie werden mein Leben regeln. Ich habe sie gut diszipliniert. Sie werden mein Leben so regeln, wie ich es will. Denn ein großer Teil der täglichen Arbeit und des täglichen Funktionierens ist nur eine Wiederholungsarbeit. Alles, was du brauchst, ist ein Sachbearbeiter. Du brauchst keine super geniale Person, um all diese Dinge zu tun.
Also habe ich sie trainiert und sie machen ihre Arbeit. Ich muss nicht überlegen, wie man isst, wie man sitzt, wie man steht, wie man atmet. Alles Unsinn. Es geschieht einfach von selbst. Denn ein sehr stabiler und überschwänglicher physiologischer Zustand ist sehr, sehr wichtig, um ein gewisses Maß an psychologischer Freiheit zu haben. Ansonsten musst du bei jeder Kleinigkeit, die du tust, überlegen. Wenn du einmal nachdenkst, bist du unvermeidlich über jede verdammte Sache, die du tust, verwirrt. Jetzt sprichst du darüber, weil du wegen des Virus zu viel gegessen hast. Das liegt nicht am Virus, dass du zu viel isst. Das ist eine Art kompensierende Tätigkeit, weißt du? Du wirst das in den Kinosälen und allem sehen. Wenn du nichts zu tun hast, niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit war Nahrung einfach so ständig verfügbar. Es ist falsch, dass es überall, wohin du gehst, Nahrung gibt. Es sollte nicht sein. Ich sehe, dass einige Unternehmen in Amerika sich so organisieren, Essen und Toilette sollten immer in einem Umkreis von 50 oder 100 Fuß sein, etwas, das sie festgelegt haben. 50 Fuß, denke ich. In einem Umkreis von 50 Fuß, wo auch immer du bist, muss es immer Essen geben. Und dieses Essen ist natürlicherweise auch einen Monat alt. Und es gibt eine Toilette. Nein, ich denke mehr an Essen und Toilette. Beides muss weit weg sein. Dann wirst du deine Physiologie in einem bewussten Zustand halten. Wenn überall eine Toilette ist, ist das nicht gut, weil der Körper hat eine gewisse Belastbarkeit. Dein Wunsch, zur Toilette zu laufen, ist nicht nur physiologisch. Manchmal kann es sein, wenn der Körper, manchmal ist er gestört, dann ist es vielleicht so. Ansonsten ist es unter normalen Bedingungen eher ein psychologischer Zustand als ein physiologischer Zustand. Dass du die ganze Zeit etwas mitteilen willst. Nicht, weil du etwas sehr Bedeutsames zu sagen hast, sondern einfach, weil es eine Erleichterung ist. In ähnlicher Weise ist auf die Toilette gehen eine Erleichterung. Sexualität ist eine Erleichterung. Wo auch immer, wann auch immer, was auch immer, immer die gleichen Dinge, weil du immer wieder Unsinn in dir aufbaust. Du brauchst eine Erleichterung, ständig Erleichterung. Über diese Dinge spricht man in der Psychiatrie ganz offen, dass man Erleichterung finden muss. Warum bist du innerlich angespannt? Ich glaube, in einem der Interviews hat mich ein Journalist gefragt, Sadhguru, was tust du, um dich zu entspannen? Ich sagte, was? Warum sollte ich mich erstmal anspannen? Ich spanne mich nicht irgendwo an und will mich dann irgendwo entspannen. Was bist du? Bist du eine Uhr aus Großvaters Zeiten oder sowas? Du ziehst dich selbst auf. Sogar eine Armbanduhr muss man nicht mehr aufziehen. Sie läuft von selbst. Warum ziehst du dich selbst auf? Das ist einfach so, weil du das Leben als eine Ansammlung verstehst. Ja, der Körper ist eine Ansammlung, der Verstand ist eine Ansammlung, aber das Leben ist keine Ansammlung. Es ist ein Phänomen, das gerade geschieht. Wenn du dieses Phänomen nicht probiert hast, kennst du nur Anhäufungen. Du denkst immer, die Sicherheit liegt in der Anhäufung, ob Reichtum, Geld, dieses, jenes und Körper. Aber zumindest dein Geld kannst du in der Bank aufbewahren. Es mag in deinem Verstand schwer sein. Aber wenn du zu viel Körper ansammelst, musst du ihn jeden Augenblick deines Lebens mit dir herumtragen. Und in der Welt heute, 30% der Bevölkerung unterernährt. Und etwa der gleiche Prozentsatz der Menschen ist fettleibig, übergewichtig. Schau, dass du es in Ordnung bringen kannst. Die Unterernährungsprobleme der Welt, du kannst sie in Ordnung bringen. Also, diese Tradition gibt es hier im Isha-Yoga-Zentrum. Wann immer ein Bedarf besteht, wenn Isha-Vidya, du weißt schon, die Ausbildung von Kindern auf dem Land,
die Beschaffung von Geldern dafür zu einem Problem wurde, dann haben viele Leute im Yoga-Zentrum dies aufgegriffen. Am Mittwochabend werde ich nicht zu Abend essen und lassen dieses Geld an die Kinder gehen. Ich denke, du musst 7 Anlässe wie diesen finden. Ich kann dir 7 nennen. Montag für Rally for Rivers, Dienstag für Calvary Calling, Mittwoch für Isha Vidya, Donnerstag heißt Guruvar, das ist für deinen Sadhguru. Freitag für Devi, weil das ihr Tag ist. Samstag hast du dein Abendessen, ich werde einen Tag kürzen. Sonntag für Dhyanalinga. Genauso findest du 7 oder mindestens 6 Anlässe, bei denen du 6 Abendessen verschenkst. Morgens isst du. In Ordnung? Um 10 Uhr am Morgen isst du gut und dann wieder um 10 Uhr morgen früh. Und weil du soziale Distanz halten musst, fahre aus der Stadt heraus und gehe zu Fuß zurück. Steige in einen Bus, kauf eine Fahrkarte für 10 Kilometer Entfernung und gehe einfach zurück. Am besten gehe ohne dein Telefon oder auf und deine Brieftasche, sodass du zurücklaufen musst. Tu etwas. Komm schon. Schon jetzt gibt es ein Problem. Du willst deine Probleme vervielfachen, hm? Du willst die Größe deines Problems vergrößern? Tu das nicht. Es gibt schon genug Probleme. Ich sag dir, es gibt ein erhebliches Problem. Nur weil ich darüber lache und scherze, denke nicht, dass es kein Problem gibt. Es ist ein substanzielles Problem. Halt dich nicht selbst zum Narren. Wenn dein Körper und dein Geist in einem bestimmten Zustand sind, kannst du dich leicht selbst täuschen. Es war einmal. Shankaran Pillai betrieb ein Bekleidungsgeschäft. Hier in den Vereinigten Staaten. Und eine Dame kam, um eine Art Pullover zu kaufen. Also versprach er ihr, es ist 100%ige Wolle. Sie nahm es, ging nach Hause. Am nächsten Tag kam sie zurück. Und sie sagte, sie sagten, es sei 100%ige Wolle, aber das Etikett hier besagt, hergestellt in Bangladesch und zu 100% Baumwolle. Er sagte, Ma'am, lassen Sie sich davon nicht täuschen. Das Etikett soll nur die Motten täuschen. Genauso gibt es so viele Etiketten auf der ganzen Welt. Richte dich nicht danach. Du, dies ist ein einfaches Experiment, das du machen musst. Alle, die jetzt auf dem Boden sitzen, wenn du aufstehst, musst du nur 2 Gliedmaßen benutzen, um aufzustehen. Jeder von euch muss während des Lebens das schaffen, egal wie alt du bist. Das ist ein einfacher Test für dich. Du setzt dich im Schneidersitz hin und wenn du aufstehen willst, benutzt du nur 2 Gliedmaßen. Das bedeutet, dass du keinen Vierradantrieb verwendest. Steh einfach mit deinen Beinen auf. So viel Fitness musst du wenigstens haben. Wenn du nicht auf einen Baum klettern kannst, weißt du, es gibt nicht genug Tiger, die in deiner Stadt umherstreifen. Wenn du nicht auf einen Baum klettern kannst, ist das in Ordnung. Aber du musst zumindest in der Lage sein, aufzustehen. So viel Fitness musst du aufrechterhalten. Bitte mach das für dich selbst.